Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, was der liebe Xur dabei hat und ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Wir fangen direkt an mit Himmlisch-Kriegerisch. Das ist für den Titan ein Helm, wo man in der Luft schweben kann, wenn man mit der Waffe zielt. Über einen kurzen Zeitraum schwebt man dann an Ort und Stelle. Ist jetzt gerade im PvE Dämmerung extrem nützlich, wenn der Modifikator aktiv ist, dass man in der Luft mehr Schaden macht. Das bedeutet, wir können in der Dämmerung mit diesem Modifikator springen, zielen und für einen kurzen Zeitraum sehr viel Schaden anrichten. Macht also in der Dämmerung sehr viel Sinn und eine klare Empfehlung für Leute, die viel in der Dämmerung unterwegs sind als Titan. PvP-technisch ist es mehr so ein Fun-Gegenstand, da kann man irgendwo hochspringen, dann mit dem Scharfschützengewehr zielen und irgendjemandem einen Headshot geben. Das ist schon ein tolles Gefühl, aber das Problem ist halt, wenn man da in der Luft schwebt, ist man ein leichtes Ziel, man wird schnell abgeballert. Aus diesem Grund mehr so ein Fun-Gegenstand, PvP-technisch wirklich sinnvoll, eher nicht. Also, ich sag's nochmal, das hier ist eine Empfehlung für Dämmerungs-Junkies, sage ich mal. Das heißt, Leute, die sehr gerne in der Dämmerung sind, können hier himmlisch-kriegerisch mitnehmen, wird man immer wieder mal brauchen. Dann Graviton-Booster, eine klare Empfehlung, immer. Dieser Helm ist super, denn er gewährt für den Jäger Nachtpirscher den Schattenschritt. Und der Schattenschritt ist einer der jetzt meines Erachtens mächtigsten Bewegungsmöglichkeiten vom Jäger, denn es ermöglicht im PvP und im PvE sehr gute Überlebenschancen, Tricks, wie man es halt nehmen will. Gerade im PvP ist der extrem gut, man kann dann die Skillung vom Schattenschritt auf was anderes ausrichten, beispielsweise, dass man den Feind noch sieht, nachdem man ihn getroffen hat, also dass er noch für einen kurzen Moment angezeigt wird, mit diesen kleinen Markierpunkten, alle Nachtpirscher wissen genau, was ich meine. Kann man das so kombinieren, muss trotzdem nicht auf den Schattenschritt verzichten, also eine klare Empfehlung für PvP. PvE verhält es sich etwa gleich, man hat dann hier und da ein bisschen bessere Überlebenschancen, man macht mal eine Rolle in der Deckung rein oder so, ist auch sehr nützlich. Gibt natürlich bessere für PvE, ist Graviton Booster, also Graviton Booster ist eigentlich hauptsächlich auf PvP ausgerichtet. Da ist er super, eine ganz klare Empfehlung, wenn man ihn noch nicht hat fürs PvP. PvE Leute, ja, muss nicht unbedingt. Ich würde ihn kaufen, wenn man genug Münzen hat, aber er ist doch eigentlich hauptsächlich fürs PvP ausgerichtet. Dann Handschellen des Nichts, das sind Handschellen, die massiv unterschätzt werden, wurden, ein bisschen von beidem. Hier haben wir mit dem Warlock eine zusätzliche Streugranate und die Streugranate erhält noch Ortung, also das heißt, sie verfolgt die Ziele. Das ist jetzt gerade im PvP extrem stark. Denn die Streugranate ist so stark, dass sie mit einer einzigen Explosion einen Feind im PvP töten kann. Wenn sie dann noch Ortung hat, ist die Chance, dass der Granatenwurf den Feind tötet, viel höher. Zusätzlich haben wir dann zwei Granaten, mit denen wir rumrennen können. Ich will und wollte schon lange mit diesen Handschellen eine Fokuskombination machen. Und für Leute, die extrem gerne mit dem Warlock Leerläufer spielen, ist Handschellen des Nichts eine ganz klare Empfehlung. Ich selber spiele fast nur noch mit diesen Handschuhen, wenn ich mit dem Leerläufer unterwegs bin. Ist mittlerweile mein Liebling geworden. Macht wirklich Laune, ist richtig stark und wir haben hier erhöhte Wurfgranatreichweite. Das macht auch sehr viel Sinn drauf. Aus diesem Grund unbedingt kaufen, wenn man sehr gerne Warlock mit Leerläufer spielt. Fokuskombination wird irgendwann noch kommen. Ich warte da aber noch auf das DLC, weil ich weiß halt nicht, was sich alles exakt verändert. Wenn sich nämlich zu viel verändert, wird die Fokuskombination nämlich für nichts sein und das fände ich ein bisschen schade. Wenn ich gerade Lust habe, ziehe ich sie trotzdem noch vor, dann pokere ich halt ein bisschen mit Glück und Pech. Aber das ist eigentlich der Grund, warum jetzt noch momentan keine neue Fokuskombination erscheint. Gut, eben klare Empfehlung, PvP, PvE, auch nicht übel. Man kann das mit Gesundheitsregeneration verknüpfen, dann kann man Feind töten nach Gesundheitsregeneration, kann das immer und immer und immer und immer und immer wieder machen, auch ganz gut. Eben ganz klare Empfehlung, momentan mein Lieblings-Exo für den Leerläufer. Dann Universalgerät, ich glaube nicht, dass ich da allzu viel dazu sagen muss, ist eine exotische Waffe, die im Primärwaffenslot ausgerüstet wird, aber als Schrotflinte. Diese Schrotflinte ist meines Erachtens von der Reichweite her wahrscheinlich die beste Schrotflinte. Ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Pumpgun gibt, die an diese Reichweite rankommt. Sie ist in gewissen Kreisen sehr verpönt natürlich, weil sie so dermaßen gut ist. Ich sage immer, du, wenn es die Waffe gibt, dann benutze sie. Also warum nicht?
Wer es nicht tut, ist irgendwie selber schuld, ganz ehrlich. Es gibt gewisse Karten, wo ich sie auch spiele, Sektor 618 oder so, die Zahl weiß ich jetzt nicht so genau, ist eine PS-exklusive Map, da ist alles so nah beieinander, dass ich immer mit Universalgerät spiele, wenn ich gerade frustriert bin, weil ich immer von Schrotflinte sterbe. Diese Schrotflinte ist die beste, ganz klar. Aber sie klaut einem natürlich den Primärwaffenslot. Ganz klare Empfehlung zu kaufen, wird man im PvP sehr, sehr viel Spaß haben, aber Achtung, der Hass wird auch groß sein bei dieser Waffe. Mir persönlich ist das relativ egal, aus diesem Grund von mir eine ganz klare Empfehlung, wenn man die noch nicht hat, unbedingt mal kaufen. Dann Vermächtnis-Engramm, hier hätten wir ein altes Engramm, hier kommen nur ja 1 Gegenstände raus, das heißt, davon würde ich momentan die Finger lassen, weil ja jetzt dann bald das DLC kommt, aus diesem Grund dieses Engramm definitiv nicht kaufen, hätte ich jetzt gesagt. Smart-Spule und Leerantrieb, hier haben wir 2 Antriebe, mit denen wir einen blauen Sparrow zu einem legendären Sparrow upgraden können. Der Sparrow ist dann natürlich ein bisschen schneller. Hier haben wir einen grünen Schweif dann und hier natürlich einen leeren Schweif. Dann schwere Munitionssynthesen. Das hier ist ganz wichtig. Ihr könnt viele Munitionssynthesen kaufen. Wenn das DLC dann da ist, könnt ihr bei der Fraktion diese Munitionssynthesen einlösen, könnt so Ruf leveln und wenn ihr dann natürlich in Ruf steigt, habt ihr die Chance auf Gegenstände, die ein höheres Lichtlevel haben. So könnt ihr eigentlich relativ gut ins neue DLC starten. Ich werde es auf alle Fälle so machen. Dann 3D-Münzen, auch hier fürs DLC dann sehr, sehr geeignet. Kann man mit 3D-Münzen natürlich dann die Exos farmen und hoffen, dass man neue exotische Gegenstände aus diesen Exo-Engrammen rausbekommt. Das heißt hier auch ein bisschen auf Vorrat eindecken für das DLC. Dann die Glasnadeln, hier können wir exotische Rüstungsteile umwürfeln. Wenn man beispielsweise mit Intellekt und Disziplin oder mit Stärke nicht zufrieden ist, kann man mit den Glasnadeln das umwürfeln. Wer mehr Infos braucht, in der Infokarte. Nee, in der Beschreibung. Ich packe das ja nie in die Infokarte, ich habe es fest in der Beschreibung. Gut, Lichtpartikel kann man umtauschen, beziehungsweise wir bekommen sie, wenn wir 2 seltsame Münzen geben. Empfehle ich ganz klar nein, denn seltsame Münzen sind wertvoller als Lichtpartikel. Würde ich nur machen, wenn man wirklich unbedingt Lichtpartikel braucht. Aber auch hier wieder. Lichtpartikel können wir auch bei Fraktionen umtauschen. Gegen Ruf. Aber es lohnt sich mehr, wenn man die seltsamen Münzen in schwere Munitionssynthesen investiert. Das heißt, wenn man hier kaufen würde, würde man ein Minusgeschäft machen eigentlich. Wenn man stattdessen schwere Munitionssynthesen kauft und die dann spendet bei der Fraktion, holt man mehr Ruf raus. So, gut, das war's auch schon. Ich finde das Inventar sehr, sehr gut, wird aber immer wieder mal Leute geben, die dann in die Comments schreiben, oh, scheiß Inventar, obwohl das, was er dabei hat, eigentlich sehr, sehr stark ist. Aber man kann halt gewisse Leute einfach nie zufriedenstellen, das ist ja mittlerweile schon so. Aus diesem Grund sage ich, das, was er dabei hat, ist sehr gut. Was kaufen, was nicht, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.